Unter den Nationaldenkmälern des Deutschen Kaiserreichs nimmt das Leipziger Völkerschlachtdenkmal eine besondere Stellung ein. Das liegt nicht nur an den monströsen Ausmaßen des Baus, der eine Höhe von 91 Metern hat und als einer der größten Denkmalbauten Europas gilt. Es wurde 1913 zum 100. Jahrestag der Leipziger Völkerschlacht errichtet, um den Gefallenen der bis damals wohl blutigsten Schlacht der Geschichte zu gedenken. Anders als frühere Bauten repräsentiert es nicht mehr die Monarchie, sondern die Nation selbst. Auch durch seine Form steht es für einen Modernisierungsschub im Nationalismus, der sich zunehmend völkisch ausrichtete. Wilhelm II. Nahm das Fehlen der Dynastie in der Darstellung durchaus wahr und stand dem Denkmal daher distanziert gegenüber. Doch für die völkische Rechte, die sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg als nationale Opposition inszenierte, wurde es schnell zum Symbol. Obwohl manche ihrer Vertreter Freimaurerzeichen auf der Fassade ausmachten, denen sie misstrauten. Die archaische Totenburg in Leipzig wurde nach neuestem Stand der Bautechnik mit Stahlbeton errichtet. Ähnlich der amerikanischen Wolkenkratzer. Allerdings musste die Leipziger Müllabfuhr ganz unpathetisch jahrelang Hausmüll aufschütten, um den Baugrund vorzubereiten. Alleine aufgrund seiner ebenso wuchtigen wie sakralen Erscheinung wurde das Völkerschlachtdenkmal bei jeder sich bietenden Gelegenheit zur Propaganda genutzt. Nach dem Ersten Weltkrieg marschierten hier Kriegervereine auf, später die NSDAP. Adolf Hitler sprach vor der heroischen Kulisse zu seinen Anhängern. Bis heute übt das steingewordene nationale Pathos eine immense Anziehung aus. Nach 1989 war das Denkmal für die NPD immer wieder eine willkommene Aufmarschkulisse. Auch Neonazis aus Kameradschaften und der Partei Die Rechte wollten die Kulisse immer wieder nutzen. Eine Zeit lang verwendeten Identitäre den Kopf des Erzengels Michael, der über dem Eingang wacht, als Emblem. Auch die AfD huldigte dem Denkmal mit einem eigenen Wahlplakat. Und so transportiert die erdrückende Erscheinung des Völkerschlachtdenkmals bis heute die Botschaft vom blutigen Opfergang für die Nation. Mit Opferzahlen, die die Welt zur Zeit der Völkerschlacht noch schockieren konnten.